Ah, ich bin ja selbst dumm. Gut, das war's auch schon. Von meinem Holz runter. Gefängnistür öffnen. Gut abschließen hier. Man weiß nie, wer kommt. So, bin ein bisschen heißer heute. Merke ich gerade selbst. Stell hoch da. Unsere unfertige Bude ohne Dach. Und da sehen wir den schönen Ausblick. Ist wirklich, das habe ich also toll gemacht. Muss man mir lassen, das ist das beste Bauwerk hier. Nicht mal das da, das sieht nämlich scheiße aus. Aber ja, es wird was da drüben. Das ist aber auch der obere Stock, mehr gibt es nicht mehr. Und ein Schuppen braucht auch keine Terrasse. So, wir gehen schlafen. Die Nacht da geht noch lange. Ja, die Nacht geht sehr lange. Jetzt geht die Sonne erst unter. Ah, und jetzt ist sie schon wieder oben. Gut. Neuer Tag. Weiter geht's hier. Holz sollten wir noch ein bisschen haben. Hoffe ich mal. Ah ne, ich wollte ja noch. Das ist mir ja noch ein Anliegen. Hier wird das Geräusch sofort anders. Und zwar Eisenstab. Wir brauchen 8 Stück. Das sollte reichen. Der sieht, wie der hin und her bimmelt. So. Wir haben alles für den Webstuhl, den machen wir hier. Der sieht also so aus. Theoretisch, er würde hier passen. Aber was mache ich dann oben, ist die Frage. Ach komm, wir machen den hier. Wenn er so schön reinpasst. Ein Ein-Mann-Zelt, ideal fürs Camping, bietet genug Stauraum, um ein paar Gegenstände darin abzulagern. Ach, das ist ja cool. Aber das ist alles, was man hier machen kann. Und das noch gratis. Dann gehen wir das mal schnell testen hier. So. Die Olle hat mich rausgeschmissen. Ich muss leider jetzt im Zelt übernachten. Tut mir leid. Also das Geräusch. Aha. Da hat aber viel Platz. Und unten kann man schlafen. Oh ne. Aha. Nur, ich schaue es mir noch was an. Es sieht ein bisschen scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber hier hat viel Platz. Da kann man zum Beispiel mal so Blumen ablagern. Nur so zum Entsorgen. Tschüss. Okay. Der Webstuhl hat jetzt nicht viel gebracht, wie ich sehe. Weiter geht's bei den Holzplanken hier. So, Fensterscheiben. Habe ich da noch genug? 8 Stück. Das sollte ich vielleicht. Da. Das heißt ja Glasscheibe. So. Das ist ja erst Preview. Momentan. So, machen wir hier einfach kein Fenster. Hier hinten sowieso nicht. So, hoch da. So. Ja, jetzt kommt mir da der Baum in die Quere. Kann ich jetzt da wegen dem Baum nicht setzen? Ah, ich bin ja auch blöd. Ich sehe überhaupt nichts. Scheiß Baum. So. Wehe, der ist noch da. Oder kann man den? Geh die weg. Wohl nicht. Nee.
Das funktioniert nicht, okay. Schade. Sonst funktioniert hier alles eigentlich. So. Dann mache ich. Ja, hier so. Da gibt es ein Fenster rein. Schön natürlich in die Mitte. So. Oh, scheiße, jetzt habe ich zwei gemacht. Oder? Ah, ne. Gut. Dann hier. Da machen wir jetzt zwei Fenster. Zwei Fenster und zwei Fenster. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich teste solche Bauwerke nie. Also vorher. Ich baue die einfach, wie ich gerade denke, dass sie gut aussehen. Oder einigermaßen gut. Ich habe nicht die ultimativen Baukünste. Ja, ich baue das einfach so spontan, wie ich bin. Das funktioniert eigentlich meistens hier. Ah, das waren die letzten. So. Was machen wir denn hier? Zwei Fenster. Und noch ein zwei Fenster. Zwei. Ne, dort habe ich zwei. Oder? Genau. Das sind zwei. Muss der leider weg hier. So. Zwei. Zwei. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Terrasse. Nein, es gibt auch keine. Dann machen wir hier so. Bisschen Privatsphäre darf auch noch sein. Es ist natürlich nur noch die Frage, für was brauchen wir das überhaupt? Da bin ich ehrlich gesagt, kann ich auch noch nicht sagen. So. Weil ich selbst auch nicht weiß. Okay, wir schnell hier mal hoch. Also der. Ich sehe überhaupt nichts. Und ich kann auch nur ganz langsam laufen da. Also der Baum muss auf jeden Fall weg. So, und jetzt kämen wir zum Dach. Eigentlich solche Schuppen, die haben eigentlich ein Giebeldach, wie man dem sagt. Wollen wir das mal versuchen? Da mache ich es mal so. Also hier ist die Stufe, dann käme auf dieser Stufe eine Reihe. Hier eine. Hier. Dann habe ich kein Holz mehr. Super. Dann mache ich die Seiten aus diesem Holz und dann nehmen wir aber ein anderes dann. Mal schauen, was es da noch so alles gibt. Vielleicht auch eines, das sich gut fürs Dach eignen würde. So, nochmal 60. Ah. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist einer höher. Go. Hier eine Stufe. Eins höher. Eins höher. Natürlich, bis wir mit der anderen Seite zusammenkommen. Na super. Jetzt muss ich mich da so hoch bauen. So, und da gibt es schön zwei in der Mitte. Na, das wird doch etwas Tolles.
Da wird es sogar einen kleinen Dachstock geben. Aber ich glaube, da verzichten wir gerne. Weil ich da nicht der Profi drin bin. So, jetzt. Dieser scheiß Baum hier. Ich würde eben den gerne lassen hier. Aber es geht nicht. Oh, scheiße. Der muss leider... Ah, das sind auch gleich zwei oder drei hier. Also, der muss leider weg. So leid es mir auch tut, der stört. Ja, leider war das nur die Hälfte. Hm. Na dann wohl, der auch. Jetzt aber, schön. Und wir haben trotzdem noch einen Baum, der sehr in der Nähe ist. Gut. Weil es ist... Es geht einfach nicht da. Ah, da geht's ja wieder viel schneller, genau. Außer das. So. Apfel. Da haben wir auch gleich wieder ein bisschen Holz gemacht. So, schön. Oh, hier ist überall Saplings. So. Die Wiese sollte ich hier noch ein bisschen pilgern, aber ich glaube, ich mache da sowieso eine Straße. Der Mensch kommt und macht eine Straße, wie immer, oder? Hier habe ich bereits richtig begonnen gehabt. So. Ja, jetzt ist schon viel besser. Jetzt ist der Baum genau in der richtigen Reichweite eigentlich. Noch eines. Oh. Darf doch nicht wahr sein. Also der Webstuhl, ganz ehrlich, war ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen. Aber ich denke mal, die werden das schon noch... Werden da schon noch Sachen bringen. Jetzt haben wir auch gesehen, da die Kürbislaterne. Die muss neu sein, ich kenne die noch nicht. Denn ich bin ja ein alter Hase bei Rising World, oder? So. Jetzt ist es eigentlich bereit für das Dach. Eigentlich. Ja, sieht toll aus. Runter. Steinziegel. Hm. Vielleicht gäbe es ja auch etwas Schönes. Dass man das Lehmdach, ja. Dass man das Dach nehmen könnte. Nicht nur immer Holz. Dir fehlt die Textur. Beton. Solche. Stahlbeton. Verputz. Fliesen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Kupfer. Aber das ist neu. Ja, ja, das muss neu sein, glaube ich. Da ist auch ein paar neue. Und neuerdings muss man die jetzt mit Eisen machen, so wie ich sehe. Okay, Metallplatten würde natürlich auch gehen. Aber das nehmen wir lieber mal für ein Flachdach oder so. Ich bin mir gerade am Überlegen. Soll ich das nehmen?